Der Karim Hussein ist ein echtes Multitalent. 2014 ist er Europameister im 400-Meter-Hürdenlauf geworden. Vor zwei Jahren hat er einfach mal noch schnell das Medizinstudium mit einem Master abgeschlossen. Er ist Speaker für ganz viele verschiedene Themen. Und ich glaube, schon auch ein bisschen der Schwiegersohn von vielen. Oder hätte gern ihn als Schwiegersohn, so muss ich sagen. Er ist schon lachend jetzt gerade, Karim Hussein, schön bist du da. Danke vielmals, hallo Claudia. Und du lebst nach dem Lustprinzip, hast du mal gesagt. Ja, mehr oder weniger, so wie ich es in der Hand habe. Das klingt schon nach sehr vielen Einschränkungen. Ja, also gewisse Sachen sind halt von außen gegeben. Beispielsweise das Studium. Das war immer so eine Frage, wieso machst du Studium unter Sport? Und ich es einfach wollen. Und ich kann sagen, es ist eine Passion, ich hatte Lust drauf. Aber klar habe ich nicht Lust auf Prüfungen und das ist jetzt einfach etwas, was von außen gegeben ist, was dazugehört und darum mehrheitlich mache ich das, wenn ich Lust habe und gewisse Sachen kommen dann einfach. Du, mehrheitlich, wie viel mehrheitlich ist das denn von so viel Leben pro Tag? Ja, also von dem, was ich selber beeinflussen kann. Alles. Aber du kannst ja alles selber beeinflussen. Du bist ja selbst verantwortlich unterwegs, nehme ich an. Ja, wie gesagt, wenn du irgendwo angestellt bist oder irgendwo in ein Fass hineinkommst, jetzt nur schon im Sport. Ich bin ja nicht, ich bin abhängig irgendwo durch von einem Verband, von einem Verein. Und dort gibt es gewisse Regeln, die man muss einhalten muss. Jetzt hast du aber immer noch nicht gesagt, wie viel das pro Tag ist, was lustvoll ist. Also sagen wir 50%. Das ist aber ein super Wert. Ja, das ist das Ziel. Ja. Also nicht lustvoll ist dein Training heute. Du hast gerade vorher kurz an, du hast total übersäuerte Beine. Was hast du heute Morgen gemacht? Ja, ich bin aufs Velo gegangen, also es war ziemlich kalt draußen und dann habe ich ein Training auf dem Velo gemacht, ein Lactazid-Training. Das heisst, eine Belastung, wo ich maximal schnell mich bewege, Vollgas in die Pedale in Druck für 30 Sekunden. Und ja, wie man es vielleicht kennt, das maximal schnell kann man es nur 10 und dann ist es einfach noch ein Durchwürgen. Und das habe ich 5 Mal gemacht und man hat halt saure Beine. Und geht nochmal rein und hat noch saure Beine und geht nochmal rein. Und irgendwann ist es einfach schmerzhaft. Aber es ist das, was mich weiterbringt und das, was dazugehört. Aber wir haben schon gefragt, warum tut man sich das so? Ja, manchmal im Training schon. Das also fragst du dich auch und denkst, hey, nein, shit, auf dem Velo, wieso mache ich das? Ja, ich weniger, aber es ist lustig, wenn man mich irgendwie im Team ein Training hatten und dann war mal die Freundin dabei von meinten. Und ja, wir machen das Training, wo wir sagen dann, dass wir sterben. Und nach dem Training liegst du am Boden und dann kommt halt mich gefragt, was machen die eigentlich? Also sind ja bescheuert. Und unmittelbar im Training fragst du dich schon. Und unmittelbar nach dem Training fragst du vielleicht auch noch. Aber lustigerweise, obwohl es so schmerzhaft ist, eine Stunde oder zwei Stunden später willst du eigentlich gerade wieder das Gleiche machen. Und das, aber was ist das denn? Was triggert das denn? Ist das... Ja, es ist das Ziel. Also ich meine, es ist ein Beispiel oder ein anderes extremes Beispiel jetzt aus dem Spital. Ich habe mich oft gefragt, oder ich habe eine Geburt gesehen, sagen wir so. Ich habe einen Monat auf der Gyni gemacht und habe dort eine Spontangeburt gesehen. Und es war wirklich eine heftige gewesen. Und wo lang gegangen ist, wo ein bisschen Komplikationen gegeben hat und sehr schmerzhaft war. Und am nächsten Tag sind wir zu ihr gegangen, zur Nachkontrolle und haben sie gefragt, ja, wie geht's? Ja gut, ist alles okay gewesen und sie werden im Sinne bereit für das zweite Baby. Ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber man vergisst irgendwie durch den Schmerz, oder? Und sonst gäbe es keine Frau, die zweimal Kind hat und sonst gäbe es auch keine Athleten. Gut, bei der Frau gibt es nachher ein Kind, bei dir gibt es Medaillen, je nachdem. Aber ich meine, es gibt ja eben auch bei dir immer wieder, wie wir es auch letztes Mal gesehen haben, so Durchschrecken, wo man monatelang ja eigentlich nur leidet, für das, dass es eben dann ja keine Belohnung gibt und ein Belohnungssystem sich mal im Hirn nicht dort zu bedienen, oder? Ja, das ist so. Und was bei uns noch speziell ist, wir sind eine Sommerdisziplin. Und ich mache jetzt eine Disziplin, die ungefähr 50 Sekunden geht. Und dann fragst du dich schon, ja, du trainierst das ganze Jahr für irgendwie 7 Rennen, die 50 Sekunden gehen. Und wenn du verletzt bist oder so, dann sind es halt keine 7 Rennen. Und dann musst du wieder ein Jahr später einsteigen. Und das ist irgendwie speziell. Wir haben nicht jedes Wochenende einen Wettkampf, wir haben nicht jedes Wochenende die Plattform. Aber andererseits erlaubt mir das andere Sachen im Leben zu machen. Und das ist der Vorteil. Ja, das Medizinstudium. Aber du hast dich ja entschieden, das Hürdenlaufen zu machen. Meine, das ist ja schon eine sehr spezielle Disziplin. Das ist ein bisschen die schwerste, oder? Wenn man die härteste. Die härteste. Du hast also wirklich ganz gezielt das ausgesucht, was halt wirklich auch ganz eine grosse Herausforderung ist. Ja, ich habe
Also ich muss sagen, ich bin mit 20 in die Leichtathletik gekommen und ich wollte immer an die Weltspitze. Und ich habe mir ganz gezielt das ausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, ich habe die Weltspitze. Und ich habe aus dem Fußball irgendwo durch eine Grundschnelligkeit mitgebracht, Ausdauerkomponenten mitgebracht und ich bin technisch generell versiert, würde ich sagen, und lerne schnell. Und darum hatte ich dort das Gefühl, ja, das ist die Disziplin, wo ich am schnellsten zur Weltspitze kommen kann. Das hat sich auch ausgezeichnet, zum Beispiel 2014, also schon angesprochen, der Europameistertitel. Was hat denn dort alles gestimmt in dem Moment, dass das ein perfekter Moment geworden ist für dich? Es hat nämlich nicht alles gestimmt. Also jetzt über die ganze Vorbereitung gesehen. In dem Moment hat alles gestimmt. Wobei nicht einmal im Rennen. Also ich habe nach der 10. Hürde habe ich noch einen Stolperer drin gehabt. Genau. Und habe es aber... Ich hatte lustigerweise schon mal in dieser Saison vorher und habe mir dann einfach dort wirklich das geschafft, mental mich so reinzusteigern, dass mir das nicht mehr passiert. Und ich bin das Rennen immer wieder durchgegangen. Ich war fit, ich war mit dem Herz extrem bei der Sache, die Familie war dort, meine Freunde waren dort, es war in meinem Stadion. Ich konnte so eine riesige Emotion zu diesem Anlass aufbauen und eine Spannung aufbauen. Und ja, habe auch den richtigen Moment gehabt, das richtige Jahr, wo halt einfach vieles gepasst hat. Ja. Und am Schluss sehen wir dann den Titel, wo man das Gefühl hat, es hat alles gestimmt, aber in der Vorbereitung hat gar nicht alles gestimmt. Also ich hatte dort 3 Tage vor dem Vorlauf einen Zwick gehabt in den Adduktoren und habe mein Bein 3 Tage nicht bewegen. Und das war katastrophal gewesen. Also ich bin fast durchgedreht. Und am Schluss hat es gleich gelangt. Also, komm, wir schauen uns den Moment an. Du kennst den bestens, du hast ihn ja schon vorvisualisiert. Und dann ist er auch noch gekommen. Aber wir schauen, oder besser gesagt, geniessen den Moment noch mal schnell. Kaum zu fassen, was da blau auf weiß geschrieben steht. Europameister Karim Hussein. Du löst das auch immer noch Gänsehaut aus? Ja, ein bisschen schon. Ich muss sagen, jetzt habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und es war schon ein extremer Moment. Du, und wie hast du das gemacht? Du hast es vorher gesagt, der Zwick im Oberschenkel, die 3 Tage vorher. Ich meine, da wird man ja wahnsinnig. Oder man weiss, was man alles investiert hat. Und wie geht man mit dem um? Was ist mental abgegangen, dass du das dann so hast können kehren? Ich muss sagen, unmittelbar um das war es extrem schwierig. Also ich bin sehr ein ungeduldiger Mensch. Und glaube, irgendwo schon das Gute. Aber vor allem langfristig und kurzfristig, wenn man halt den Schmerz hat, ja, dann ist es schwierig, wirklich daran zu glauben. Und dort war wirklich entscheidend. Ich hatte Leute um mich herum, die extrem gut auf mich eingeredet haben. Ich habe einen Physio, den besten Physio auf der Welt, der heute mit dem besten Tennisspieler, oder zumindest dem Schweizer besten Tennisspieler, umreist. Und mit, um mich herum, der viel Erfahrung hat, der viel mit dem Viktor Rötlin umgereist war. Und ich habe dort einfach irgendwie darauf vertraut, dass es gut kommt. Und mehr bleibt da gar nicht übrig. Rausnehmen, darauf vertrauen, dass du alles gemacht hast, was in deiner Macht gelegen ist. Und dann einfach machen. Ist das eh Qualität, die du hast, das Urvertrauen, dass du in der Tendenz mal auf vieles vertrauen und so positiv bist? Ja, wobei mir es in der letzten Zeit auch schwer gefallen ist, muss ich zugeben. Und wieso ist das schwer gefallen? Ja, ich habe vor 2 Jahren eine extreme Verletzung gehabt und sehe bis heute noch davon. Und wenn halt ja, es braucht viel in dieser Disziplin oder in dieser Sportart vor allem, wo es halt wirklich um eine explosive Belastung geht. Um einen kurzen Moment, wo wirklich vieles muss stimmen oder alles. Und wenn es dann einfach nie richtig funktioniert und du hast das Gefühl, du gibst alles, aber es geht einfach nicht vorwärts, dann ist es bei mir immer wichtig, dass ich Leute um mich herum habe, die dann halt noch verrückter sind als ich oder mir dann halt dann noch zureden. Und obwohl ich schon ein Urvertrauen habe und schon einen Glauben habe, weil sonst würde ich es nicht machen oder sonst hätte ich aufgehört,
brauche ich es manchmal gleich auch noch selber. Ja. Welche Menschen sind das denn heute? Oder zum Helfen die letzten paar Monate? Einerseits das Team, das ich habe. Ich arbeite mit zwei sehr guten Kollegen zusammen, die mein Management machen. Mhm. Meine Schwester, die das Büro macht. Und ja, ich habe jemanden, mit dem ich mental zusammen arbeite. Mhm. Und einfach die Familie, einfach die Leute, die einen kennen, wo man es auch abkauft, wenn sie etwas sagen. Und wo, was eigentlich auch nicht so relevant ist, ob du reüssierst oder nicht, oder? Das ist ja auch noch absolut, schön. Ja. Absolut, ja. Wobei, also das Team... Wird dann schon mal... Das ist, macht erwartet schon mal, ja. Macht es für sie ein einfacher. Ja. Aber es ist ja fast ein Familien angeht, die Schwestern dort mithelfen und die Eltern ja wahrscheinlich mental so eine zentrale Rolle spielen. Ja, absolut. Ich glaube auch, also es muss nicht unbedingt Familie sein, aber ich glaube schon, dass dein Umfeld will immer das Beste für dich. Da sehen wir sie übrigens auch gerade, gell? Genau, das ist meine Familie, genau. Du, wie viel hast du vom Papi profitiert, der ja selber auch in Ägypten in der Nationalmannschaft gespielt hat? Als Volleyballer in einer ganz anderen Disziplin. Wahrscheinlich hat er so brennende Oberschenkel gehabt. Er hat dafür die brennenden Knie. Er hat Volleyball gespielt, ja. Sehr viel. Also, er ist in die Schweiz gekommen. Er ist wirklich. Er ist unter ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen in Kairo. Und hat sich sehr vieles müssen wirklich aufbauen aus dem Nichts. Und ist in die Schweiz gekommen und hat sich als Osteopath, zumindest in der Ostschweiz, einen Namen können machen. Hat seine Praxis ziemlich früh gehabt. Und ja, hat, hat Profisport gemacht. Also er, wenn es jemand weiss, Sport und Medizin unter einen Hut bringen, dann ist es er. Und das hat mir schon sehr geholfen. Wie hat es dir geholfen? In der Denkart. Also was ich von ihm habe, ist, wenn du etwas machst, dann mach es richtig. Mhm. Und sonst los. Und das hat mich sicher sehr geprägt. Und so ist es nach wie vor. Und dann, ja, rein fachlich bin ich froh, dass ich einen Osteopath in der Familie habe, wo ich ihnen wieder kann gehen, das Becken zentrieren und dann, ja. Ja, es ist schon sehr wichtig. Ja. Mhm. Und es hat mir auch sehr geholfen. Wir haben ja eh viele Parallelen, oder? Du hast vorhin gesagt, er mit Osteopath und nach einer Medizin. Kommt das auch vom Papi, dass du das Interesse gehabt hast an der Medizin? Ja, also ich war viel in der Praxis als Kind. Und ich habe das bei ihm als Osteopath. Er hat sehr gute Hände und mich hat das immer fasziniert. Er ist, Osteopathie ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist so ein bei vielen Leuten so ein bisschen alternativ. Ich finde es ein Witz, die Wörter, alternativ und Schulmedizin. Für mich gibt es einfach Medizin. Mhm. Aber gleich fürs Verständnis, Osteopathie ist für gewisse so ein bisschen Hand auflegen, ein bisschen alternativ medizinisch. Und er ist wirklich im Denken, also völlig rational, die Schulmedizin, und hat doch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Magic Hands. Ja, genau, ja. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich habe auch immer mitbekommen, wie er als Physio oder als Osteopath, sagen wir mal, zu kämpfen hat in der schulmedizinisch dominierten Welt. Und es war für mich ziemlich klar gewesen, von Anfang an, dass ich Medizin studieren will. Und was für ihn, ich glaube auch so ein bisschen als Ägypter, immer wichtig war, ist nicht der Sport. Für ihn war es immer wichtig, dass ich die Ausbildung mache. Ist das eine Bedingung gewesen auch? Bedingung. Nein, nicht eine Bedingung. Aber es ist, das ist, also in Ägypten ist es, da dreht man gerne von den Kindern, die studieren und wo Jura studiert haben oder Wirtschaft oder Medizin. Studiert. Genau. Das ist sicher nicht der Hauptgrund, aber das ist sicher etwas, was eine Rolle gespielt hat. Ja. Du trägst ja eh zwei Kulturen in deiner Brust. Deine Mama ist Schweizerin. Ja. Wie hast du das als Kind gespürt? Ich habe mich gefragt, wie war das mit der Religion? Mit welcher Religion bist du aufgewachsen? Also, hat es zwei Religionen gegeben oder gar keine? Nein, also ich bin Moslem. Ich bin muslimisch erzogen worden, im Sinne von, also, was uns unser Vater mitgegeben hat. Aber ich sehe die Religion von meiner Mutter, also, sie ist reformiert, meine Mutter. Und wir haben da immer Weihnachten geführt. Und zu Weihnachten gehen wir zu der Familie, also zu den Geschwistern von meiner Mutter. Und also, was das anbelangt, klar, wir haben verschiedene Arten von Betten vielleicht. Oder, bei uns heisst es jetzt Ramadan. Und sonst ist es einfach das Fasten, was vielleicht auch noch ein bisschen anders ist. Aber so von den Werten oder von den Vorstellungen, muss ich sagen, ist es genau das Gleiche. Es ist ja der gleiche Gott. Und es hat man noch nie den Unterschied von den Werten erklären.
was islamisch ist, was christlich ist, was schweizerisch ist. Also, es sind alle die gleichen Werte. Es sind andere Traditionen, es ist eine andere Kultur. Das ist das. Und sonst, ja, ich bin in einem schweizerisch dominierten Dorf aufgewachsen. Ich würde sagen, in Degerwil warst du wahrscheinlich ein rechter Exot, oder? Ich meine, hat es nie irgendwie auch Ausgrenzung oder so gegeben? Was ist denn das? Wirklich gar nicht. Mhm. Schön. Ich habe das, bin das so oft gefragt worden und ich habe das nie erlebt. Mhm. Ich weiss nicht, vielleicht hat es in gewissen Phasen dann mal, wenn es, ich weiss nicht, Jobsuche oder so, hat es vielleicht mal eine Rolle gespielt oder ist es vielleicht wichtig gewesen, ob jetzt der Müller steht und nicht Hussein, da weiss es nicht. Aber als Kind, ich habe meine besten Kollegen immer noch von Degerwil, es sind alles Schweizer. Und früher, ich habe immer gesagt, früher war es cool gewesen, ausländische Wurzeln zu haben. Gut, Ägypten ist vielleicht... Ja, weil es einfach exotisch ist. Also, ich bin halb Schweizer, halb Ägypter. Also für mich, ich bin Schweizer und Ägypter. Nicht halb, ich bin Schweizer und Ägypter. Und ich finde es mega schön und ich bin stolz drauf. Und ja, mit Hussein sind früher noch mal ein paar Sprüche gekommen, vielleicht auch am Zoll oder so, aber ich habe immer gesagt, Hussein ist der König von Jordanien. Ja. Und dann sind sie ruhig gewesen. Du, wie zeigen sich denn die Wurzeln heute noch in deinem Alltag? Also, was ist ägyptisch an dir und was ist eher schweizerisch prägt? Es ist schwierig, weil normalerweise ist es so ein bisschen südländisch eher so ein bisschen laut, das Träumerische. Und mein Vater ist jetzt nicht, ist gar nicht laut. Träumer war ja früher wahrscheinlich sicher mehr jetzt, als das, was ich von meiner Mutterseite mitbekommen habe. Das ist eher so ein bisschen, sagen wir, Sicherheitsdenken. Also nicht wertend gemeint. Und ja, was ist ägyptisch? Das ist eine Frage, die ich recht oft höre und ich finde es recht schwierig. Was hast du für einen Bezug? Gehst du regelmäßig? Gehst du Verwandte besuchen? Ich bin früher sehr regelmäßig gegangen. Mhm. Und jetzt bin ich 8 Jahre nicht mehr gewesen. Und habe jetzt aber entschieden, dass ich meine Trainingslager in Kairo mache. Ah, wow. Wieso? Ja, weil wir oft nach Belek gegangen sind, in die Türkei. Südafrika oder Belek. Und das Jahr hat es bei mir einen Trainerwechsel gegeben. Oder einfach einen Wechsel. Und ja, auf Belek sind es 3,5 Stunden oder 3 Stunden Flug und auf Kairo sind es 3,5. Und früher war ich ein bisschen gebunden an ein Team oder an einen Verein. Oder, ja, und jetzt bin ich frei und konnte dort irgendetwas aufbauen. Also habe einen Trainer kennengelernt, der 400 Meter Hürde gemacht hat von den USA. Ich konnte es organisieren, dort zu trainieren. Es ist schon etwas schwieriger. Es ist nicht so wie in der Schweiz, wo es eigentlich in jedem Dorf eine schöne Leichtathletikanlage gibt. Mhm. In Kairo gibt es einfach ein Olympiastadion. Und ja, wenn man von außen kommt, kommt es halt etwas chaotischer rüber. Aber ich habe das noch gerne. Also, lustigerweise beruhigt mich das. Dort im Verkehr zu sein. Das findest du noch gut so? Ja, also gut. Ich finde es nie gut, im Verkehr oder im Stau zu stehen. Aber es war lustig, wenn ich in der Schweiz im Stau bin. Dann nerviert mich das eigentlich mehr. Klar, in der Schweiz habe ich mehr Verpflichtungen, bin nicht in dem Sinne in der Ferien oder im Trainingslager. Aber in der Schweiz ist es wie, du erwartest nicht, dass es einen Stau gibt, weil alles so gut organisiert ist. Mhm. Und in Kairo ist es völlig chaotisch. Der Stau, also die Autos, die es fahren, ist völlig chaotisch. Und irgendwie kommen wir gleich aneinander vorbei und es ist einfach... Ohne Unfall? Ja. Mehrheitlich. Mehrheitlich. Wir haben vorhin von deinem Papi geredet. Was hast du denn von deiner Mami mitgenommen? Ja, ich habe zwar gesagt, mein Vater ist ruhig, aber ich glaube schon von meiner Mutter die Ruhe. Also sie ist extrem ruhige, geerdete. Man hat das Gefühl, wenn man euch anschaut, die haben sehr eine enge Beziehung, kann das sein? Ja, also wir haben sicher eine sehr gute Beziehung und ich sehe sie oft, glücklicherweise. Du wohnst ja auch wieder in Degerwil. Ich wohne in Degerwil, ja. Ich das ist auch speziell, dass man in deinem Alter, so mit 30... Zuhause wohnt? Ja, also zuhause, ja, und ich wohne nicht... Und auch, weißt du, wo du aufgewachsen bist, wo du quasi ja gut, aber meistens jetzt die Leute wieder dort hin, was oder viele Leute, die aufgewachsen sind. Ja, ich habe es vorhin gesagt, ich vermisse Zürich. Also ich bin jetzt ein Jahr lang im Ausland und bin zurückgekommen. Darum ist alles sicher noch so am Organisieren und darum bin ich zurück auf Degerwil. Aber ich werde schon wieder auf Zürich gehen. Also es zieht mich auf Zürich. Jetzt hast du ja eigentlich als Kind mal gar nicht auf Hürdenlauf gesetzt, sondern genau, angefangen Fußball zu spielen, auch nicht irgendwie Volleyball oder so. Genau, also, ja. Wieso ist es nicht Fußball eigentlich geworden? Weil ich keine Lust hatte. Nein, ich habe es so cool gefunden, mit dir zu legen, Ball hinterher.
Nein, das ist definitiv so. Also, ich meine, im Fußball hast du Spass nur schon, weil du deine Kollegen hast und, mhm. und einen Ball hast. Und Fußball hat mich extrem erfüllt. Ich habe ganz früher noch Tennis gespielt, da habe ich lange bereut, dass ich es aufgehört habe. Da habe ich dann müssen entscheiden zwischen Tennis und Fußball. Habe ich für Fußball entschieden und bin Linksfuß. Bin Jahrgang 89 im Januar. Das heisst, ich bin immer in den Nachwuchsmannschaften sozusagen der Älteste. Und mhm. ich bin auch jede Nachwuchsmannschaft gekommen. Und ich habe sehr viel gesehen im Schweizer Fußball und bin mega dankbar für die Zeit. Mega viele Kollegen durch das. Und ich finde Fußball nach wie vor die geilste Sportart. Leichtathletik die schönste. Aber Fußball mhm. wirklich die geilste, wenn ich das so sage. Und ja, es ist dann irgendwann mal die Phase gekommen, wo ich mir sage, schau, willst du alles auf die Karte Fußball setzen oder nicht? Und ich habe immer gewusst, ich will zwar Profisportler werden oder Leistungssport machen, aber ich will auch Medizin studieren. Und dann habe ich gesagt, schau, ich schaue mir einen Individualsport an. Und habe es versucht mit der Leichtathletik und es ist gut gegangen. Ist es auch sehr leistungsgetrieben? Ja. Woher kommt das? Weißt du, so will sich das festlegen und ich mache das Medizinstudium und ich werde Spitzensportler und ich hole mir alle. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vom Glauben kommt. Ich weiß, ich habe sehr viele oder sehr großes Potenzial in vielen Bereichen in die Wege geleitet bekommen. Und ich habe also, bist du früher bewusst gewesen, oder? Ja. Also ich bin Sport. Ich war immer auch sehr gut. Und auch das Lernen oder das in der Schule ist mir immer einfach gefallen. Also ich bin kein Genie, aber ich habe immer gewusst, wie ich lernen muss. Mhm. Und ja, irgendwie habe ich den Drang, das können zu erfüllen oder das auszuleben, was mein Potenzial ist. Egal in welchem Bereich. Mhm. Schau doch mal, ob die Leute das bei dir im Gesicht sehen. Wir fragen damals, wie ist der Karim Hussein? Das haben wir natürlich auch bei ihm gemacht und wie immer sehr spannende Antworten bekommen. Karim Hussein, ein Läufer. Europameister in der Schweiz geworden. Er ist, glaube ich, Hürdenläufer oder auch in der Leichtathletik ist er gut und er studiert Medizin. So rein optisch hätte ich ihn eher in die Bauarbeiter-Schublade gesteckt als Arzt. Sehr sympathisch, kommt extrem sympathisch über. Wunderschöne Augen. Ich glaube auch, recht auf dem Boden geblieben, habe ich das Gefühl. Er ist recht aufs Aussehen, also schaut auf sein Aussehen, dass er gut, also zum Beispiel jetzt so, hat er die Haare geschnitten, recht gepflegt. Der Bart auch, zeigt gerade. Und ich glaube, er zeigt perfekt, was die Schweiz eigentlich ist. Mit viel Kulturen und was man erreichen kann mit Sport und Ausbildung nebenbei. Du weißt das so, was du so gehört hast? Schön, also gewisse erinnern sich an mich. Das finde ich schön. Und ja, es war alles positiv. Ich weiß nicht, ob es alle waren, die noch gefahren haben. Also sind, also wir dürfen da nicht ausgehen. Aber spannend ist ja, was er jetzt am Schluss gesagt hat. Du stehst ja auch für eine moderne Schweiz, wo sehr viele Kulturen dort verbinden. Siehst du dich auch ein bisschen so in dieser Rolle? Ja, wenn man es objektiv anschaut, dann geht es wahrscheinlich in diese Tendenz. Aber ich sehe mich als Botschafter für die moderne Schweiz. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Also eine kulturelle. Ja, für mich ist es auch. Also ich meine, es ist etwas, ich kann das nicht beeinflussen. Mhm. Ich habe das, ich bin extrem stolz drauf. Und es ist auch etwas, wo ich nicht ein grosses Thema will daraus machen. Jetzt gerade, sagen wir, gerade die Religion. Ich bin Schweizer, ich bin stolzer Schweizer. Aber nur eine Frage, wie lebst denn du das jetzt zum Beispiel? Lässt du morgen, Abend beten? Ja, also ich tue dann beten, wenn ich es kann. Mhm. Also auch eher nach dem Lustprinzip, wie nach diesen fixen Slots. Ja gut, ja, aber das ist jetzt etwas, also wenn man gläubig ist, dann ist das ja nicht etwas, was gegen die Lust geht. Also im Gegenteil. Mhm. Wenn ich gläubig bin und an das glaube und das von innen wirklich lebe mit dem Herzen, dann mache ich das ja gern. Dann ist das ja nicht eine Strafe. Dann wäre es ja nicht eine Strafe zum Fasten. Bei mir ist es so, ich tue nicht durchfasten wegen dem Sport. Also ich könnte die Leistung nicht erbringen. Ich tue es nachholen. Ich mache gewisse Tage. Aber das ist nicht das Lustprinzip. Ja, es ist das Lustprinzip, aber es ist das, was schon gegeben ist, dass ich die Religion in dem Sinn gewählt habe oder diesen Lebensweg gegangen.
Jetzt haben wir noch gehört, er sieht aus wie ein Bauarbeiter. Könnte ein Bauarbeiter sein? Hast du schon mal gehört? Nein, habe ich nie gehört, aber ich habe noch nie jemanden gefragt, was hast du das Gefühl, wo ich arbeite. Ja, Multikulti, das könnte so sein, also wieso nicht? Ja, absolut. Und da haben wir auch noch gehört, extrem sympathisch, auch sehr gepflegt. Das Aussehen ist dir wichtig? Ja. Und wie zeigt sich das? Ja, ich schaue, dass ich schön rasiert bin, gepflegte Frisur habe, dass ich schöne Kleider habe. Ich meine, es ist nicht das Wichtigste auf der Welt, aber ich finde es etwas Schönes. Und das ist das Erste, was mir ins Auge sticht, wenn ich jemanden anschaue. Mhm. Und es ist halt so, da kann man gut finden oder nicht. Würdest du dich selber als eitel bezeichnen? Ja, was ist eitel? Gute Frage, ja. Also eitel ist immer so negativ angehaucht. Ja, man könnte sagen, sich selber bewusst zum Beispiel. Absolut, ja. Das wirst du. Absolut, ja. Was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen? Stärken sind sicher, wenn ich etwas erreichen will, dann finde ich einen Weg. Ich bin ambitioniert. Das ist sicher das Größte. Schwäche. Ich weiß nicht. Also wenn mir eine Schwäche in den Sinn kommt, dann würde ich daran arbeiten, dass es zu einer Stärke wird. Aber kann man Schwäche zu Stärken machen? Ja, es ist eine Frage der Perspektive. Ich bin jemand, der sehr viel hinterfragt. Mhm. Und sehr viele Leute haben mir immer gesagt: Hey, denk nicht so viel nach. Aber es ist das, was mich hierher gebracht hat. Also, dass ich so viel denke, hat mich im Sport so weit gebracht in dieser kurzen Zeit. Ja. Das hat mich dazu gebracht, dass ich Medizin studieren konnte, neben dem Sport und gewisse andere Sachen. Also für mich ist es eine Stärke. Mhm. Wenn ich jetzt alles 100-mal hinterfragen und negativ, dann wäre es vielleicht nicht eine Stärke. Ich bin nicht sehr geduldig. Das ist sicher nicht eine Stärke, sagen wir so. Ja, wiederum musst du auch sagen, weißt, wärst wahrscheinlich sehr geduldig. Ja, das ist dann so, würdest du ja. Vielleicht als Sportler sagen, so, ja. Du... kommt es halt jetzt nicht absolut, von Siegenbahn. Ja, absolut. Also unter dem Zeithorizont ist schon irgendwann näher. Das ist so, ja. Das ist eigentlich... Eine Frau in deinem Leben gibt es immer noch nicht. Vor einem Jahr hast du schon gesagt, wo ja bei uns ist, es gäbe keine Frau. Ja, es gibt eine. Es gibt eine? Eine zweijährige Tochter von meiner Schwester. Nein, es gibt keine, es gibt keine Partnerin oder Lebenspartnerin. Das gibt es nicht. Das ist... da haben wir sie, glaube ich. Jösses, wir sind wirklich sehr eng. Ja, also es ist... ich bin gerade letztes Jahr, als ich in Holland war, oft, wenn ich zurück in der Schweiz war, dann war ich bei meiner Schwester zu Hause und habe es wirklich unmittelbar mitbekommen. Mhm. Die Kleine, für sie gibt es auch... Ja, wahrscheinlich hat sie das Gefühl, sie hat zwei Väter. Und es ist mega schön, ja. Es ist ein Privileg, dass ich es so erleben kann, ja. Es gibt mir sehr viel. Ja. Das heisst, sie kommt ins Stadion, gell? Da sehen wir sie übrigens. So herzlich. Aber sie interessiert sich nicht, was sie dort ja, macht. Ja, gut. Wahrscheinlich musst du jetzt erst eine halbe Stunde warten, bis du irgendwann rankommst. Aber Familie wäre auch ein Thema für dich, Kind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, lange kann ich es nicht mehr sagen. Jetzt bin ich 31. Ja, gut, kannst du es noch bis 50 so sagen. Also, ja, ja, wobei die Diskussion ist öfter, dass es für mich mir ist bewusst, Frauen können im höheren Alter oder das Risiko, meint man, nicht zu, wahrscheinlich nicht so zu. Aber mit 50 weiß ich auch nicht, ob ich will Vater sein zum ersten Mal. Darum, ich glaube, das gleicht sich ein bisschen an das, was biologisch möglich ist. Und, ja, nein, also ich meine, eine Frau kann heutzutage bis keine Botschaft nach außen, aber erfahrungsgemäß gibt es ja auch noch 45-jährige Frauen, die Mutter oder Mutter werden. Und darum, glaube ich, gleicht sich das an. Ausser, man hat als Mann Interesse, mit 60, 70 ein Vater zu werden. Mhm. Aber das glaube ich nicht, dass ich das haben werde. Darum... Das heisst, du müsstest bald mal die Richtige suchen. Was müsst ihr oder mitbringen? Finden. Oder finden, ja. Suchen klingt immer so komisch. Was muss sie denn mitbringen? Das ist schwierig. Eben, wie du gesagt hast, es ist nicht das Suchen. Es ist das Finden und dann... Ja, dann wird es das sein, was das Richtige ist. Ich habe sicher, soll ich sagen, Erwartungen oder Ansprüche. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich glaube, ich bringe etwas mit und ich würde es auch gerne im Gegenüber sehen. Und dann ist das sind aber, was ist das? Wert, zum Allgemeinbleiben.
Wert wie, ich weiß nicht, Dankbarkeit, Demut, Lebensfreude, die Ausstrahlung. Das ist das, was ich als erstes sehe. Ich schaue der Frau zuerst in die Augen. Und ja, und dann wenn es stimmt, wenn es stimmt. Und ist egal, welche Religion da hättest. Ja, also ich will mir nicht anmassen zu sagen, nein, weil es gibt wahrscheinlich Religionen, wo es einfacher wäre. aber am Schluss weiß ich nicht, wie es rauskommt. Und das Höchste der Religion ist ja eigentlich Toleranz von dem her. Ja, kann ich nicht sagen. Also ja, spielt keine Rolle. Wahrscheinlich wird es einfacher, wenn es gewisse sind. Du, jetzt ist gerade in deinem jetzigen Kontext ist wahrscheinlich auch noch schwieriger, deiner Seite zu sein, oder? Es ist schon sehr strukturiert. Du wirst ja wenig können flexibel gestalten und ja, wobei ich mache jetzt im Moment lieber spontan Sachen, weil eben gewisse Sachen sind geplant. Und vieles geht dann spontan. Aber das für mich hat das keinen Unterschied, ob ich jetzt als Sportler übertreibe oder nicht, weil später, wenn jetzt das im Spital ist oder weiß ich nicht wo, ich glaube, ich werde immer jemand sein, der gerne vieles macht. Und ich werde immer jemanden brauchen, eine Frau an meiner Seite brauchen oder suchen oder finden, wo mich in dem unterstützt, wie umgekehrt auch. Wäre eine gute Voraussetzung, ja, sonst wird es jetzt immer schwierig. Du bist ja eben auch als Speaker unterwegs, wo du zu verschiedenen Themen schwätzen tust, aber immer noch sehr auch zur mentalen Stärke. Ja. Was hast denn du aus dem Sport gelernt, was du uns mitgeben kannst, gerade wenn es so darum geht, ein Ziel zu erreichen? Ja, also sicher, Disziplin ist sicher. Aber es klingt so einfach. Wie mache ich oder schaffe ich diszipliniert? Ja, also ich bin da ziemlich pragmatisch. Also ich glaube, entscheidend ist, das Ziel zu definieren. Und dann ist die Frage, willst du das Ziel erreichen oder nicht? Wenn es nicht willst, dann müssen wir gar nicht anfangen. Und ja, das ist das. Was ich im Sport oder was ich generell einfach mitgebe, oder was die einfachste Botschaft ist, das ist die du dem Kind mitgeben kannst, mach das, was dir Spass macht. Oder das Kind macht das, was du bei den Kindern abschauen kannst, nicht mitgibst. Sie machen das, was einem Spass macht. Und was ich gelernt habe, ist, es wird immer geredet von Kopf und Körper. Ja. Also, wie viel macht der Kopf aus? Bei mir macht das Herz am meisten aus. Also, wenn ich mit dem Herz nicht bei der Sache bin, dann kann der Kopf noch so wählen, es wird nicht gehen. Und der Körper kann noch so stark sein, es wird nicht gehen. Die Leidenschaft ist das für mich das Wichtigste, mit Abstand. Mhm. Und für das muss man zuerst mal finden, was denn die Leidenschaft so richtig triggern kann. Das hast du gemeint. Auf was ist Lust, oder? Genau, das ist dumm, wenn du es nicht weißt. So, los mal. Zum Schluss haben wir hier noch ein paar kleine Zettel, wo es spannende Fragen drauf hat. Du jetzt auch darfst mal eine ziehen. Da ist auch eine. Ich bin gespannt, was da kommt. Oh, das ist eine riesige Frage. Ja, du. Mit welcher berühmten lebenden oder bereits verstorbenen Persönlichkeit würdest du gerne mal ein Gespräch führen, wenn du könntest? Und was würdest du sie fragen wollen? Wow. Wow. Berühmte Persönlichkeit. Ja, du hast vorhin gesagt, ich habe so einen strukturierten Tag. Nimm mal einen Schweizer, dann würde ich sagen, ich würde gerne mal einen Tag mit dem Christoph Blocher verbringen. Mit dem Christoph Blocher? Wieso denn das? Ja, weil er genau jemand ist, wo sehr vieles gleichzeitig macht, so wie ich das Gefühl habe, oder so, wie man es von außen mitbekommt, als Unternehmer und Politiker. Und das würde mich wundern, wie das funktioniert, wie das abläuft. Von Auftritt zu Auftritt gehen, wie man sich vorbereitet. Ja. Ich finde es sehr spannend, dass du den Blocher wählst. Hat das irgendwie... was sagt das aus? Ja, es ist für mich ist es einfach... für mich es ist mir lustig, es ist eben, was das ist einfach. Das ist ja gerade jetzt mit deiner Multikultur. Vielleicht ist es wegen dem Bild da hinten, wo glaube der Zürichsee zeigt vom Herliberg aus und ich mit Herliberg Christoph Blocher verbinde. Nein, ja, für mich ist er unabhängig von seinen Überzeugungen einfach eine inspirierende Persönlichkeit von dem, was er erreicht hat. Mhm. Und ich finde, das darf man auch sagen und wertschätzen. Absolut. Und, ja, ich glaube, das fände ich spannend. Okay, komm, schau mal, was da das Glas noch für dich parat hat.
Meine wichtigste Lektion im Leben war als. Was war deine wichtigste Lektion im Leben gewesen? Also wichtigste Lektion. Weiß ich nicht, aber so die wichtigste oder die prägendste Phase war, wo ich im ersten Jahr Studium, also ich habe in Freiburg studiert und dort darf man eine Prüfung nur einmal nicht bestehen. Und ich habe dort die erste Semesterprüfung vom ersten Jahr nicht bestanden. Und habe sie dann im Sommer, im August nachgeholt. Und habe wegen dem Sport, das war meine erste Saison, wegen dem Sport dann die zweite Semesterprüfung, die vom Juni, auch erst im August gemacht. Also ich habe in einer Woche zwei Semesterprüfungen gemacht. Oh. Und habe gewusst, eine davon muss ich bestehen, sonst bin ich draußen. Und gesperrt das Leben lang für das Medizinstudium in der Schweiz. Und das war eine Phase, in der ich auf Freiburg war, habe mich zwei Wochen lang eingesperrt, habe noch eine Saison gemacht, habe mich glücklicherweise im Nachhinein, glaube ich, nicht qualifiziert für die Europameisterschaft. Mhm. Und dort war noch fast ein Monat. Ich habe gefastet. Beim Lernen? Beim Lernen, was mir aber entgegengekommen ist, weil ich den Stress nicht hatte von, ja, was soll ich jetzt kochen, was muss ich essen. Also ich habe wirklich zwei Wochen lang Vollgas gelernt. Das war psychisch die heftigste Phase in meinem Leben. Weil ich wusste, wenn ich nicht bestehe, bin ich raus und mein Traum ist weg. Und ich habe es geschafft, beide Prüfungen bestanden. Beide? Und bis ins zweite Jahr gekommen. Also ich hätte sie auch können, ich hätte das ganze Jahr nochmal wiederholen, aber irgendwie wollte ich einfach nicht. Ich wollte einfach weitermachen und habe es gemacht. Das war sehr heftig und darum jeder Moment im Stadion ist einfacher als die zwei Wochen dort. Aber es zeigt schon, dass deine Leistung oder deine Leidensbereitschaft, deine Resilienz schon sehr hoch ist. Sehr, oder? Ja, aber du kommst nur so weiter. du musst an die Grenze gehen. Über Grenzen kannst du nicht, per Definition. Du kannst nicht mehr als 100% geben, per Definition. Aber du kannst 100% geben. Und du kannst an die Grenze gehen und so kannst du die Grenze versuchen zu verschieben. Und das machst du das konstant. Ist auch der Reiz. Ja, voll. Challenge, das ist so ein dein Thema. Komm, wir nehmen noch eine als gut. Challenge zum Schluss. Die letzte. Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang König der Welt wärst? Ja, banale Antwort ist noch ein Tag alle Waffen weg, ein Tag Frieden. Ein Tag Frieden. Da hoffe ich doch sehr, das wäre doch schön, das könntest du machen. Zumindest mental kannst du wahrscheinlich. Ja, genau. Hey, danke vielmals, Karin, bist du da gewesen, heute für die Zukunft. Was hast du vorgenommen für das 2020? Das Maximum. Ah, ja, gute Frage, ich kann nicht auch noch. Also dann hoffen wir, dass das Maximum auch eintreffen wird im 2020. Danke vielmals. Ja, und uns gibt es auch wieder am nächsten Mittwochabend, am 8. oder am 10. auf Teleclub Zoom. Unbedingt reinschauen. Bis dahin, gute Zeit. Hebt euch Sorgen. Tschüss zusammen.